Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einem weiteren, wie versprochen, Sprint to Glory Showdown, der zweite in dieser Woche, schön auf den Sonntag. Und natürlich ist der übliche Gast absolute Tradition mit von der Partie. Dennis, sag gerne mal hallo. Schön auf den Sonntag mit einem Käsebrötchen in der Hand. Nee, kleiner Spaß natürlich noch, Freunde. Servus YouTube und herzlich willkommen zum zweiten Showdown die Woche. Was geht? Wir sind wieder mal in der Bundesliga, eine Saison Union Berlin. Ja, der stetige Aufstieg ist wirklich brutal, von der Conference League in die Europa League bis hin in die Champions League. Auch wenn der Fußball vielleicht so für den neutralen Zuschauer nicht unbedingt der anschaulichste ist, aber das sei mal dahingestellt, der Erfolg spricht auf jeden Fall für sich. Eine Saison Union Berlin mit drei Wettbewerben, Bundesliga, DFB-Pokal und natürlich in der Champions League. Es geht also darum, auch um Punkte zu sammeln, und deshalb seht ihr jetzt das Regelwerk nochmal ganz kurz im Hintergrund. Gerne Pause drücken, einen Screenshot machen, ihr wisst aber natürlich Bescheid. Am Ende der Jagd werden dann die Hasen gezählt, 20 Minuten Sommertransferphase, wie sich das Ganze gehört, und parallel ist natürlich auch bei Dennis auf dem Kanal ein Video online gegangen. Da übernehmen wir zwei verschiedene Vereine. Ich, den FC Barcelona, Chris Real Madrid, und wir spielen das El Clasico als Sprint to Glory Showdown-Ausgabe. Wenn euch das Video also gefällt, bei Dennis und auch bei mir, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Vielleicht geht es ja in Richtung 2000 Likes. Also super gerne auch das Video von Dennis abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Lasst Liebe da, denn wenn wir sehen, ihr habt weiter Bock drauf, dann kommt nächste Woche auf jeden Fall der erste 2-Saison Sprint to Glory Showdown. Diesbezüglich gerne auch mal Kommentare reinschreiben. Nicht nur für den Algorithmus, sondern auch Teamvorschläge. Ja, mit welchem Team soll der erste 2-Saison STG Showdown dann online gehen? Kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt starten wir rein in die bereits vorhin schon mal kurz angesprochene Sommertransferphase. Konferenz, 20 Minuten Dennis und auch bei mir. Viel Spaß. Starten wir also rein. Im Hintergrund seht ihr unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Die Fünferkette werde ich wahrscheinlich so behalten. Mit Gosens, Bonucci, Kedira, Doki oder Doeki, Juranovic, Renault, Toussaint zusammen mit Aronson und Haberer, Volland und Becker. Und 20 Minuten, die in 3, 2, 1, let's go, losgehen. Ja, mal gucken, was so passiert. Ganz so viel Geld haben wir nicht. Es sind nur 22 Millionen. Allerdings wollen wir natürlich ein paar Spieler verkaufen. Wir haben ja einige auf der Verkaufsliste. Über Busk, über Trimmel, Kapitän eigentlich, Knoche, ja, Kral, Torsby, Sibajö. Ich habe einige Leihen abgebrochen. Wir wollen Geld einnehmen. Das passiert hoffentlich jetzt dann auch in dieser Karriere hier. Eine Saison. Union Berlin. Drei Wettbewerbe. Mal gucken, was so geht. So, Leute, starten wir dann mit der Zeit. Vor der Aufnahme habe ich mir noch mal ein bisschen ein paar Tipps geholt von Urs Fischer. Wie genau wendet man schwarze Magie an dieser Truppe an? Hat mir ein kleines Tutorial gegeben. Ich glaube, ich habe nichts verstanden, aber in dem Sinne starten wir rein mit der Zeit. 3, 2, 1, let's go, Freunde. Und dann kümmern wir uns kurz um den eigenen Kader. Hier bei Union haben wir so einen unfassbar großen Kader und dementsprechend landen noch unfassbar viele Namen auf der Transferliste. Darunter auch Sibajö, den ich von der Leihe zurückgeholt habe. Und wen haben wir noch? Leveling, der an Stuttgart verliehen ist. Auch den habe ich zurückgeholt und auf die Transferliste verfrachtet. Verkäufe seht ihr dann irgendwann im Laufe der Transferphase zusammengefasst. Ansonsten könnte es jetzt auch sein, dass die nächste Szene direkt unser erster Neuzugang ist. Der erste Neuzugang ist eine absolute Bombe. Keylor Navas nach seiner Leihe zwischenzeitlich bei Nottingham Forest, zurück bei Paris. Dort spielt er allerdings, ja, hinter Gianluigi Donnarumma gar keine Rolle. Er ist ja nicht mehr der jüngste Nationalkeeper von Costa Rica, kostet uns nur 1,25 Millionen, ist aber jetzt halt, ja, 6 Ratingpunkte besser als Renault, wobei auch der mit einer 79 richtig stark ist. Bedeutet, wenn Keylor Navas hier gesniped wird, haben wir noch immer Renault, aber trotzdem, die Torhüter sind mit das Wichtigste in der Simulation, und mit einer 85 haben wir da eine ordentliche Waffe hinten drin. Union hat seine neue Nummer 1 gefunden, 85er Gesamtstärke, und er kostet nur knapp über 1 Million Euro. Liegt natürlich daran, dass wir mal wieder einen unfassbar alten Sack für die Torhüterposition verpflichten. Es ist Keylor Navas, 36 Jahre alt, aber eben wie gesagt, diese 85er Gesamtstärke, er wird safe sinken, aber ich gehe stark davon aus, dass die Gesamtstärke am Ende der Saison immer noch deutlich mehr ist als die 79 von Renault. Ich habe mir jetzt die Marschroute, was unsere Transfers angeht, überlegt, und wir werden komplett auf Erfahrung gehen, komplett auf Gesamtstärke. Und deswegen wird unser zweiter Transfer Mats Hummels, für den wir Robin, Knoche und 3 Millionen nur im Tausch zahlen. Bringt aber eben eine 83er Gesamtstärke mit, auch wenn er schon 34 ist. Leite im Tausch und nur 4 Millionen obendrauf, und wir haben ein 83 gerateden Innenverteidiger, Nacho Fernandes. Der hat ein Upgrade bekommen im Vergleich zu FIFA 23. Er ist 33 Jahre alt. Ich denke also, das ist noch ein Alter, wo er sich nicht ganz so schnell verschlechtert. Und ich denke, selbst wenn er 1-2 Rating runtergeht, dann ist er noch auf eine 82 oder 81. Und das ist perfekt. Wir wappnen uns für die Champions League, wo er ja dann unter anderem also auf seinen ehemaligen Club Real Madrid trifft. Das Ganze nur mit Union Berlin. Neben ihm haben wir dann Bonucci und vermutlich Rani Khedira. Den werden wir als Innenverteidiger umformen. Aber das ist doch schon mal ein richtig guter Deal mit Nacho Fernandes jetzt in Köpenick. Als nächstes tausche ich Bonucci ein und hole den im Vergleich zu Mats Hummels ein Jahr jüngeren Nacho Fernandes. Ich glaube, 10 Millionen Euro ungefähr zahlen wir noch oben drauf, aber der Bruder
Bruder hat eine 83er Gesamtstärke und ist halt auch 3 Jahre jünger als Bonucci. Mittlerweile sind wir auch gut bei den Verkäufen vorangekommen, wodurch wir jetzt auf 46 Millionen Euro wiederkommen. Unter anderem verkauft haben wir also Torsby an Bergamo, wir haben Khedira zu Athletic Bilbao, Behrens zu Werder Bremen, Leveling zu Gladbach, Schäfer zu Girona und zu guter Letzt müsste glaube ich sein, nee, wir haben noch Sibachö zu Augsburg und eben Haberer zu Real Sociedad und das waren wirklich alle. Robin Knoche und 3 Millionen für eine weitere Granate hinten drin, voll mit Routiniers. Das ist jetzt auf jeden Fall mal offiziell, denn Mats Hummels wechselt ligaintern von Dortmund zu uns und das für nur 3 Millionen. Er ist zwar schon 34, ja, hat aber auch eine 83 und bildet jetzt also die wohl älteste Innenverteidigung, die man im europäischen Fußball haben kann. Bonucci, Hummels, Nacho Fernandes. Absolute Routiniers, aber genau das soll hoffentlich dann unser Erfolgsrezept sein. Und damit haben wir jetzt noch knappe 9 Minuten Zeit, um die Mannschaft zu verbessern. Wir dürfen aber auch keine Zeit verlieren. Es geht weiter mit einem neuen Innenverteidiger und da holen wir Fabian Scheer von Newcastle. Auch hier tausche ich wieder Potenzial gegen Gesamtstärke ein. Döki geht oder wie der Kollege auch immer ausgesprochen wird und 3 Millionen obendrauf für den Schweizer Nationalspieler. Durch ein paar Verkäufe haben wir jetzt 35 Millionen auf dem Konto und das waren jetzt nicht unbedingt Verkäufe, die man irgendwie kompensieren müsste, denn Alex Kral bringt 15 Millionen. Torsby 6-2, Behrens 4-3-5. Wir haben Busk verkauft, wir haben auch Sibachö hergegeben und ansonsten halt die ersten 3 Neuzugänge hier. Also damit kann man jetzt definitiv noch was machen, sodass man später halt auch in den Fünfer-Auswahlen vielleicht irgendwie einen Hummels oder einen Nacho Fernandes irgendwo ersetzen kann oder safen kann. Fernandes hat sich aber leider schon verschlechtert, genauso auch Bonucci. Ja, das ist irgendwo die Krux bei der ganzen Geschichte. Bonucci und Döki, vielleicht geht es auch hier mittlerweile so weit, dass man den schon ersetzen muss. Da liegen halt 11 Jahre dazwischen, aber selbst wenn Bonucci auf die Bank geht, ist das trotzdem noch immer eine super Defensive. Ich will aber hier im zentralen Mittelfeld gerne noch was machen, weil ich irgendwie, ja gut, Rani Khedira noch als IV umtrainiert für den Fall, man müsste irgendwie einen Innenverteidiger abstoßen, aber ansonsten auf der 8, auf der 10 darf sehr, sehr gerne jetzt noch was passieren. Weiter machen wir dann mit Wilfried Ndidi, für den wir Laiduni eintauschen, knapp 8 Millionen noch oben drauf zahlen und dafür jetzt halt eine 79er Gesamtstärke im zentraldefensiven Mittelfeld haben. Schäfer im Tausch und nur ein paar Millionen obendrauf, das Ganze für Marco Reus. Ja, ihr merkt, wir sind komplett auf der Routineschiene hier unterwegs. Der ist natürlich auch schon etwas älter, 34 Jahre ist er gesamt, hat aber auch noch eine 83, von daher natürlich auch eine absolute Verstärkung für unser Team. Wir gehen full auf Routine und wieder mal einer, der deutlich schon über 30 ist, der die Altersgrenze überschritten hat. Das ist Marco Reus und jetzt soll noch ein neuer Achter kommen. Mal gucken, ob wir da auch noch ja, in einem recht hohen Regal fündig werden. Unser letzter Transfer kommt vom gelben U-Boot, vom FC Villarreal aus der EA Sports La Liga. Francis Coquelin, der kennt die Bundesliga, denn ich meine im Hinterkopf, dass der schon mal bei Freiburg gespielt hat. Meine ich zumindest. Also, wenn ich da falsch liegen sollte, verbessere mich gerne in den Kommentaren. Ansonsten ist Coquelin jetzt unser letzter Neuzugang. Wir haben noch gute 11 Millionen auf dem Konto, mit Absicht, um später gegebenenfalls natürlich Spieler abstoßen zu können und zu müssen, wenn Dennis diese von uns snipet. Jetzt ist auch die Anzeige endlich mal offiziell hier im Union-Trikot und nicht im Halle Madrid. Also, Coquelin ist der letzte Neuzugang. Ich habe keine Ahnung, was Chris treibt, aber er ist schon fertig und wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr und halt auch sogar noch ein paar Millionen und ihr seht schon, wer als nächstes kommen wird. Digga, das ist ja einfach ein halber Kaderumbruch. Einfach mal in 20 Minuten Sommertransferphase Tossard und 7 Millionen für Jorginho, der sogar eine 83er Gesamtstärke im zentraldefensiven Mittelfeld mitbringt. Und damit haben wir alle Transfers jetzt also in der Zeit hinbekommen. Iker Muniain wird der letzte Spieler für die 10er-Position. Ich spiele ja nämlich die 5er-Kette von Union Berlin aus der Realität mit einem 10er und 2 Stürmer und Aaronson ist mir dann ein bisschen zu schlecht mit seiner 74 und deswegen holen wir jetzt also Muniain mit seiner 81er Gesamtstärke. Riesiger Umbruch in diesem Sommer und die Mannschaft sieht wie folgt aus. Wir haben also Navas im Tor, die 5er-Kette dann mit Scheer, Fernandes und Hummels in der Innenverteidigung. Wir haben 2 neue 6er mit Ndidi und Jorginho und einen neuen 10er mit Muniain. Also keine Ahnung, wie viele Transfers, 7 oder 8 an der Zahl. Mannschaft in der Breite sieht ja jetzt zwar nicht mehr so gut aus, aber sei es drum. Wir haben auf jeden Fall Backups für so gut wie jede Position. Ist vollkommen in Ordnung, Leute. Und damit gehen wir jetzt rein ins Snipen. Ich bin gespannt, was Chris so gemacht hat. Ihr habt es ja schon gesehen und ich werde es gleich herausfinden. Die Sommertransferphase, die erste und einzige, liegt also jetzt hinter uns. 20 Minuten Vollgas, wahrscheinlich ordentlich Transfers. Zumindest kommt es jetzt wieder zu Beginn natürlich zur obligatorischen und traditionellen Frage. Wie viele Transfers sind es denn bei dir geworden, Dennis? 7. 7? 7. Wow, okay, ich dachte, ich bin mit meinen 5 schon ganz gut mit dabei, aber dann bin ich doch sehr gespannt. Dennis, du bist der Gast, schieß doch gerne mal los mit deiner ersten 5er-Auswahl. Genau, Freunde der Sonne, ich habe die 5er-Kette verstärkt mit einem Innenverteidiger, der Erfahrung mitbringt und einen auslaufenden Vertrag hat. Also auch, wir haben hier 4 auf der Liste, die sind ein bisschen älter, also über 30, einer unter. Mit dem kann ich auch direkt mal beginnen, das ist Lukas Klostermann von RB Leipzig, hat einen auslaufenden Vertrag. Nummer 2 wäre Fabian Scheer von Newcastle, wir haben Joel Matip von Liverpool, Sebastian Coates von Sporting und Stefan Savic von Atletico.
Ja, einige davon kommen mir auch bekannt vor, denn auch ich habe ja so ein bisschen in der Schublade gewühlt, wen ich jetzt irgendwie so ziemlich unscheinbar fand, selber für mich vorhin, ja, wo ich so FIFA durchgegangen bin, war Fabian Scheer, ja, auch ehemals Bundesliga, und deshalb würde ich Scheer doch einfach direkt mal einloggen. Schade, Fabian, du überlebst leider nicht die Snipe-Phase. Was? Oh, da habe ich auch mal ein bisschen Luck hier. Fabian Scheer, ja gut, der hat eine 82 oder so, glaube ich. Richtig, genau. Ja, der ist so. Brauchst jetzt auch nicht so tun, als würdest du ihn nicht kennen, du weißt doch ganz genau, dass er eine 82 hat. Ja, also ich habe es vorhin jetzt zum ersten Mal tatsächlich so wirklich gesehen. Also ich hatte den sonst so absolut gar nicht auf dem Schirm. Aber gut, dann schießen wir doch los oder weiter überhaupt erst so richtig los, auch mit einem Innenverteidiger bei mir. Einige Spieler davon werden dir mit Sicherheit auch bekannt vorkommen. Wir fangen einmal an mit Nacho Fernandes, den hatten wir ja parallel auf deiner Folge, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber klar, bei Real Madrid. Wir haben Stefan Savic, wir haben Acerbi, wir haben Thiago Silva und wir haben Sergio Ramos, also absolute Routiniers. Ich gehe mal auf Nacho, weil ich glaube, Gesamtpaket aus, Gesamtstärke, Alter, sinkt nicht zu krass vielleicht. Thiago Silva ist halt auch schon gefühlt 40 Jahre alt, 38, Sergio Ramos ist 37. Kann es vielleicht einer der beiden geholt haben, aber ich gehe auf Kollege Nacho. Gut, dann mache ich es dir gleich. Der erste Spieler ist weg bei mir. Hause rein, Bruder. Nacho, wir... Nacho, ja, Fernandes, mach es gut. Aber gut, ich habe Dueki, ich habe noch Khedira. Tut jetzt nicht ganz so heftig weh, aber trotzdem natürlich maximal bitter. So sieht's aus. Gut, dann kann ich auch direkt mal weitermachen mit meiner zweiten Position. Ich gehe davon aus, dass sie bei dir auch noch vorkommen wird. Nämlich der Torhüter. Musste eigentlich sein. Wir spielen Champions League, da kannst du nicht mehr nach 79 rumlaufen. Und deswegen habe ich geholt vielleicht Keylor Navas von Paris, Manuel Peter Neuer von dem FC Bayern München, Hugo Lloris von den Spurs, wir haben Gulaschi von RB Leipzig und Jan Sommer mit dem Schweizer LKW mit der Schokolade. Er ist jetzt bei Inter. Ja gut, also bis auf einer kommt nachher auch genau diese Fünferauswahl so bei mir vor. Der Jan Sommer mit der Schweizer Schokolade. Würde ich sagen, nehme ich doch den Jan Sommer. Ja, also ich glaube, der ist zwar mit einer 34 Jahre alt, eine 84, solide, vielleicht ein bisschen teurer. Sonst die anderen vielleicht so ein bisschen obvious, weil sie dann doch auch abgesehen von Gulaschi so richtig billig wären. Aber deshalb gehe ich einfach mal mit Jan Sommer. Und bitte sag mir nicht, dass es wieder Manu Abi Neuer geworden ist. Nee, Manu Abi habe ich nicht geholt. Das war direkt für mich klar. Ich habe Keylor Navas geholt für solide 1,35 Millionen Euro. Okay, ja, das ist natürlich ein absoluter Schnapper. Aber gut, dann mache ich doch direkt mal weiter und komplettiere auch das ganze Torhütergerüst. Wie gesagt, es ist komplett gleich, ja. So wie bei dir, Keylor Navas, der es ja dann geworden ist, Manu Neuer, Jan Sommer, Hugo Lloris und ich glaube, Gulaschi war der andere bei dir. Ja, gell? Genau. Den ersetze ich bei mir durch Rui Patricio. Haben wir es vorhin auch noch drüber gehabt? Ja, genau. Der Roma-Talk, genau. Ist mit dabei. Ja, ich gehe jetzt einfach mal darauf, weil ich im ersten Showdown, bei den ersten Showdowns, Manuel Abi Neuer geholt habe, dass du ihn hier und heute geholt hast. Okay, let's go. Das heißt, auch bei mir überlegt Keylor Navas natürlich die Transferphase. Ich habe 100.000 weniger gezahlt als du. 1,25 Millionen. Oh ja, schlecht verhandelt von meiner Seite aus, muss ich erwähnen an der Stelle. Aber es ist wieder mal der übliche Bug. Ich sehe jetzt gerade, der hat sich schon verschlechtert und hat einen Marktwert plötzlich von 4,7 Millionen. Ja, den hat er aber auch bei mir. Da hat er nicht 100.000 weniger. Immerhin. Okay. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Position. Ich habe mich nochmal verstärkt auf der 10er Position. Auch hier haben wir allesamt Spieler, die, glaube ich, 30 Jahre oder älter sind. Alle auch mit auslaufendem Vertrag. Wir beginnen die Liste mit Iker Muniain. Dann haben wir auf der Nummer 2 Oscar, der ZM ist. Also den kann man auf ZOM umformen, kriegt 2 in der Gesamtstärke dazu. Wir haben Isco, der mittlerweile bei Real Betis unter Vertrag ist. Und unsere 2 Almans mit Thomas Müller von den Bayern und Marco Reus vom BVB. Ja, ich traue es einfach gar nicht zu sagen, aber es sind genau gefühlt auch wieder die gleichen Spieler. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, unsere Transferphasen waren exakt dieselben. Ja, und vielleicht, weiß ich nicht. Ey, vielleicht haben auch wieder die gleichen Spieler geholt, keine Ahnung. Bei mir kommen nämlich nachher 2, die, glaube ich, unterschiedlich sind zu deiner Fünferauswahl. Iker Muniain hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Oscar mit Positioning Change, schon richtig interessant. Aber, weil es ja auch lange Zeit in der Realität ein ganz großes Gerücht war, und er war ja schon in Berlin, dann aber irgendwie mit Brutto und Netto große Probleme, würde ich einfach mal Isco einloggen bei dir. Okay, zum Glück ist es der andere Spanier geworden, Iker Muniain, der wahrscheinlich auch der Beste ist von allen hier. Also wenn man alles zusammennimmt, er hat eine 81, ist 30, wird sich nicht verschlechtern, vielleicht ja sogar noch verbessern, man weiß es nicht. Isco hat übrigens auch einfach mal kein Gameface mehr, das sei auch mal nebenbei erwähnt an der Stelle. Also da hat man sich nicht die Mühe gemacht, das alte Ding mal rauszukramen. Sei es drum, das heißt aber, ein Spieler hat mich leider verlassen, nämlich Kollege, wo haben wir ihn, Fabian Scheer, da ist es. Ich kann jetzt aber auch mal alle meine Transfers auflösen. Keylor Navas im Tor, wissen wir ja bereits, ich habe 2 andere Verteidiger Boys. Nacho Fernandes ist auch einer davon. Ich dachte mir aber, Scheer mit dem jüngsten Alter und auch mit bestes Rating ist halt der mir auch am meisten wehtun würde. Hatte ich Hummels erwähnt? Nee. Ja, Hummels auf jeden Fall auch noch. Also ich habe 3 neue Innenverteidiger am Start. Ich habe 2 neue Sechser mit Ndidi und Jorginho und Iker Muniain halt für die 10er Position. Ndidi und Jorginho? Ja, genau. Aber wo ist denn das Geld her?
Ich habe alle, also ich habe jeden Spieler gefühlt von der Leihe zurückgeholt und ich habe immer wieder eingetauscht. Und das sind halt auch allesamt Spieler, die am Anfang im Karrieremodus einen auslaufenden Vertrag haben. Ja, okay, sehr, sehr stark. Also dann löse ich doch gleich auch mal auf, aber vorher kommt meine letzte und dritte. Ich wollte auch sagen, kannst du gerne schon auflösen, dann letzter Spieler ist schon, gilt als gesniped. Nee, also ich bin auch auf der 10er-Position. So viel war ja schon klar und drei Stück sind identisch. Also natürlich die zwei Deutschen mit Thomas Müller, Marco Reus und wir haben, ich glaube, Isco, gell? Der war bei dir ja auch ausgewählt, logischerweise. Wir haben dann noch Henrik Mkhitaryan, auch womöglich zurück in die Bundesliga und das ist der einzige Youngster, den man vom linken Mittelfeld plus 3 ins ZOM umtrainieren kann, Alberto Molero, der recht billig wäre, ähnlich so vom Preis, ja, so eigentlich absoluter Durchschnitt im Vergleich zu allen 5. Keine Ahnung, du darfst sehr, sehr gerne natürlich wählen. Ja, kam Oscar in der Liste vor? Ich weiß es gerade schon nicht mehr. Nee, kein Oscar. Nee, okay, Oscar kam nicht drin vor, weil wir so viel gerade über ihn geredet haben, deswegen war ich mir nicht sicher. Jetzt weiß ich nicht, ob du mich mit diesem Molero-Ding so ein bisschen baiten möchtest. Das wäre jetzt halt die Frage. Wer war nochmal die ersten beiden? Also wir haben die zwei Deutschen gehabt am Anfang. Ach so, Reus und Müller. Reus, Müller, ganz egal. Aber irgendwie Mkhitaryan, Digga, der ging nicht aus meinem Kopf. Ich hatte auch kurze Zeit überlegt, aber eigentlich finde ich den nicht so gut. Aber vielleicht, wir haben ja öfter mal unterschiedliche Meinungen, hast du ihn geholt? Er ist es nicht geworden. Schade. Darf ich wissen, wer dein zweiter Pick geworden wäre? Dann wäre ich wahrscheinlich wirklich auf Molero gegangen. Okay, gut, dann hat Reus das Ding eigentlich ziemlich überlebt, weil das ist Marco Reus geworden. Okay, und wenn ich jetzt ganz kurz auflösen kann, dann ist es nicht nur so, dass wir ziemlich eine Idee oder dass wir gefühlt die gleiche hatten, sondern es ist wirklich auf einigen Positionen einfach exakt das Gleiche passiert, ja. Keylor Navas, Nacho Fernandes, der den Verein ja leider bei mir verlassen muss. Ich habe auch Mats Hummels einfach noch verpflichtet. Auf der 10, wie gesagt, Marco Reus und Francis Coquelin kamen noch vom FC Villarreal für die 8er-Position bei mir. Im Winter wird bei mir nichts gehen, weil ich ja wie gesagt jetzt auch einen Spieler abstoßen muss. Der kostet mich, Nacho Fernandes, 6,6 Millionen. Dementsprechend geht der auf jeden Fall weg. Konto ist dann ziemlich leer, 11 Millionen, aber ich denke, da wird sich trotzdem im Winter nicht ganz so viel tun. Es ist trotzdem eine ganz gute Mannschaft, wir haben uns gut gewappnet und ich würde sagen, Dennis, wenn du ready wärst, könnten wir in Richtung Januar sind. Ja, safe. Also ich hatte die Freigabegebühr, ich glaube, ihr habt es ja schon davor gesehen, nicht im Budget bei Fabian Scher. Ich habe jetzt einfach hier Kollege Alex Murphy von Newcastle geholt, Fabian Scher eingetauscht, der ist wieder zurück. Die haben auch noch diesen Döki oder wie der Kollege auch immer heißt von mir noch am Start, aber sei es drum. Wir haben jetzt einen 63 am Start, der wird natürlich nicht Stamm spielen und ja, damit ist mein gesnipter Spieler auch weg. Und wir gehen zum Ende der Saison oder zum Winter? Lass ganz kurz zum Winter Zwischenfazit. Okay, wie so Champions League läuft, auch wenn es keine Transfers gibt. Und dann können wir durch. Auf geht's, ab geht's. Angekommen mit der Wintertransferphase, kurz und knapp, schauen wir auf die Bundesliga, Pokal und Champions League. Es war sehr schwierig. Ihr seht auch das Manager-Rating bei mir. Ich glaube, bei Dennis könnte ich mir das recht ähnlich vorstellen. Die Entlassung steht vielleicht auch schon in den Startlöchern. Aber selbst wenn, dann werden wir das neue Angebot von dem dann hoffentlich neuen Verein annehmen und gucken trotzdem am Ende der Saison, was Union Berlin gemacht hat. Also, schauen wir auf die Bundesliga. Und anders als das in der Realität der Fall ist, stehe ich halt einfach mal nur auf Platz 13. Ich habe 19 Punkte und bin noch nicht ganz weg von dem Thema Abstiegskampf. Okay, ich bin auf Platz 7, also ich sehe mich immerhin unter den ersten 8, das ist schon mal ganz schön. 24 Punkte auf dem Konto, aber auch 6 Punkte Abstand auf Platz 6 und 5 und so weiter. Es könnte was gehen, aber sind wir mal ehrlich, das schwarze Magie-Tutorial von Urs Fischer, es hat nicht gewirkt. Es fruchtet nicht. Ja, bei mir auch nicht so wirklich in der Bundesliga. Bei dir ja mit Platz 7 ist ja solide, aber ja gut, viel mehr ja, ist gut, dann halt wahrscheinlich dann blicken wir als nächstes auf den DFB-Pokal und da kann ich schon mal sagen, ich bin nicht im Viertelfinale, ich bin in Runde 3 gegen den glorreichen FC Augsburg geflogen. Naja, ich habe noch gegen Mainz gewonnen und hatte dann leider Dortmund und habe 2-1 verloren. Immerhin, Gott bless dir. Auch da in Runde 3. In der Champions League, schauen wir doch mal ganz kurz rein, in der Gruppenphase habe ich 7 Punkte geholt, 4 Unentschieden, 1 Sieg, 1 Niederlage und bin damit auf Platz 3. Ach Digga, Karrieremodus, Junge. Diesen Karrieremodus. Chris, an der Stelle bitte zensieren, weil Napoli wird bei mir Erster mit 16 Punkten, Braga wird Zweiter mit 7, Real wird Dritter und ich werde Gruppenletzter. Mit wie vielen Punkten? Mit 4. Okay, Braga wird mit 7 Punkten Gruppenzweiter. Was macht Real bitte? Ja, also das ist wirklich echt lächerlich. Aber gut, das heißt für dich leider gar nichts mehr mit Europa. Für mich Union noch hier in der Vorrunde der Europa League. Wobei, da treffe ich halt direkt auf Ajax. Also da könnte auch direkt Endstation sein. Auf geht's Ajax, Noken in the Koken. Ja, wir lassen uns da einfach mal überraschen. Also das war's dann soweit mit dem ganz kurzen Zwischenfazit. Ja, wir sehen uns am Ende der Saison. Unabhängig davon, ob wir entlassen werden oder nicht. Am Ende der Saison geht's jetzt dann ans Punktezählen. Und dann würde ich sagen, kurzer Cut und bis gleich. Jetzt geht's also ans Punktezählen. Ich habe es am 1. Januar zum Commentary im Winter noch gesagt.
gesagt, wir werden wahrscheinlich entlassen. Bei Dennis hat es funktioniert, also nicht, dass er entlassen wird, sondern dass er noch drin geblieben ist. Und 10 Tage später, ihr habt ja mein Manager-Rating gesehen, das war noch solide, plötzlich, zack, Entlassung. Keine Ahnung warum, EA, ja, wie man es kennt, ja, wie sie leid und, ich darf gar nicht drüber reden, weil sonst rege ich mich nur unnötig darüber auf. Ich bin bei Bremen, nicht wundern, wir gucken aber natürlich auf Union Berlin. Dennis, Platz 7 zum Winter, ist es das geblieben? Nö, wir sind, vor der Aufnahme meinte ich, dass es wahrscheinlich so laufen wird, dass einer von uns beiden die schwarze Magie bekommt und einer nicht. Einer wird halt performen, so wie Union normalerweise performen müsste. Und einer wird halt die schwarze Magie bekommen und Champions League spielen. Und das tue ich. 4. Platz, 60 Punkte auf dem Konto. In der Rückrunde halt gegen Dortmund gewonnen, gegen Leipzig, Leverkusen unentschieden. Also gerade die dicken Gegner haben wir alle geschlagen. Sehr wenige Punkte nur liegen gelassen, aber auch nur einen Zähler vor Leipzig. Auf wie viele Punkte sind es gesamt bei dir? 60. Ah, okay, stark. Ja, damit wärst du bei mir auch auf Platz 4. Okay. Ich habe sage und schreibe, wo bin ich denn mit Union? 48 Punkte. Ich bin auf Platz 10 noch nach vorne noch gekommen. Junge, fast verschluckt hier. Aber trotzdem heißt für dich 14 Punkte, für mich 8. Ja, das sind schon 6 Punkte Differenz. Gut, im Pokal wissen wir ja, dass wir beide einen mit dazu bekommen. Genau, richtig. Bayern gegen Dortmund bei mir im Finale. Bayern hat gewonnen gegen Hoffenheim das Finale bei mir. Wir wissen ja, bei dir gibt es in der Champions League keine Punkte, richtig? Ist ein Nuller. Okay, in der Vorrunde, ja gut, war es das dann. Union hat 3-1 verloren gegen Ajax. Heißt aber, ich bekomme 2 Punkte fürs Überstehen der Gruppenphase, oder? Richtig, genau. Alles klar, dann gucken wir jetzt noch auf die Trainer des Monatspreise. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, inwieweit das überhaupt... Nee, wobei, ich war dann ja bei Bremen, ne? Ja. Ist das aber trotzdem... Nee, ich kann ja einfach nur bei Union schauen und da hatte ich eine 0 stehen. Ja, habe ich aber auch eine 0. Okay, alles klar. Das heißt also auch jetzt, ich bin schon jetzt zu weit hinter dir. 4 Punkte Rückstand. So dass das Ding auch schon offiziell für dich gewonnen wurde. Aber wir schauen trotzdem noch auf die Statistik und wir machen das über Spielerstatistik. Ah ja, oder? Müssen wir über Teamstatistik reingehen, ne? Teamstatistik, machen wir einfach dann nur die Liga, oder? Genau, würde ich sagen. Also, check. Genau, da hat man nur die Bundesliga und dann schauen wir da einfach mal rein. Genau, fangen wir also, würde ich sagen, an ohne Gegentor. Habe ich Keylor Navas, 30 Spiele, 9-0. Ja, Keylor Navas hat 26 Spiele bei mir nur. Frag mich nicht warum, aber auf jeden Fall hat er 3 die 0 gehalten. Naja, okay. Gut, geht der Punkt also deutlich an dich. In Sachen Torvorlagen traue ich es mich gar nicht auszusprechen, aber mein Bester hat einfach 4. Okay, ja, da könnte ich entweder Muniain, Gosens oder Volland ins Rennen schicken, aber meine Nummer 1 ist Jorginho mit 8. Okay, solide. Und in Sachen Toren, bist du da zweistellig? Ja, bin ich zweistellig. Kevin Volland kommt auf 16. Okay, ich komme auf 10 mit Francis Coquelin, mein Achter. Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Geraldo Becker hat aber auch 10. Ja, es ist soweit in Ordnung. Wenn ich jetzt aber zusammenzähle, sind wir bei dir insgesamt bei 18 Punkten und bei mir sind wir bei 11. 7 Punkte Differenz und das, obwohl ich noch in der Europa League war. Es war aber das Thema, was Dennis schon mal vorhin angesprochen hat, also eine ziemlich große Unterschiedsspanne, was das Ganze im Gesamtding hier angeht. Keine Ahnung, schwarze Magie bei Dennis, bei mir die negative schwarze Energie in dem Fall, aber naja, ich bin entlassen. Bei dir die weiße Energie. Ja, aber ich dachte eigentlich immer, dass eher so die schwarze Energie so die negative Energie ist, weil es einfach nicht so läuft, man fällt in Loch. Es ist so ja auch nicht Energie, Bro, es ist Magie, das darf man nicht miteinander verwechseln. So, es geht um die Magie, dass Union Berlin es jedes Jahr aufs Neue schafft, mit einem absoluten Durchschnittskader irgendwie sich international zu qualifizieren. Yeah. Und das, obwohl sie ja nicht mal guten Fußball spielen in dem Sinne, sondern teilweise ja wirklich auch erwartete Torewert von 0,1 haben, aber halt dann 3 Tore daraus machen. Ja, natürlich, klar, so pure Effizienz. Ne? Da richtig, Kopfballtore in einem Spiel so viel wie andere Vereine in einem Jahr machen. Flanke, ja, Kopfball, Tor. So ein Ding ist das. Ja, so stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Also, naja gut, wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Soweit, bevor Dennis gleich das Schlusswort hat, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus und auch Teamvorschläge für die 2-Saison-SDG-Showdown-Session. Abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Checkt das Video bei Dennis ab, erster Link in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und Dennis hat das Schlusswort. Ja, was soll ich sagen? Auch nochmal vielen Dank an der Stelle an Urs Fischer für das Tutorial für die schwarze Magie. Es hat gut geholfen, in der Rückrunde vor allen Dingen. 4. Platz. Ich habe, glaube ich, die Union Berlin-Ehre hier gut verteidigt und weitergetragen. Deswegen, Leute, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir sehen uns in nächster Folge. In nächster Folge, sag ich, nächste Woche in alter Frische wieder bei der nächsten Showdown-Folge. So rum. Bis dahin, Leute. Haut rein und tschüss!